Hi Leute, willkommen zurück zu Alan Wake 2. So, wir haben letztes Mal Mr. Scratch wirklich kennengelernt. Es ist tatsächlich Alan Wake. Und wir haben auch einiges gelesen, was so ein bisschen Aufschluss gegeben hat. Nämlich, dass das FBC schon lange hier dran ist. Schon seit über 10 Jahren verfolgen sie den Fall. FBC-Akte über den Klicker und seine paranatürlichen Eigenschaften. Was haben wir denn hier? Der Klicker. Ah, das haben wir jetzt. Der Klicker verstärkt jede Veränderung der Realität durch ein Kunstwerk. Und macht sie dauerhaft. Ach so, alles klar. Ein Lichtschalter mit übernatürlichen Kräften muss mit einem Kunstwerk verwendet werden, um die realitätsverändernde Wirkung zu verstärken. Das ist alles natürlich wieder für später. Ja, krasse Sache. Das ist auch wieder für später. Ah. Ja, und das ist auch für... Nee, das ist jetzt. Das Dunkel nahm die Gestalt von Barbara Jagger an. Ja, das wird nicht zu retten gehören. Zellenblocktür. Nee. Scratch oder Wake? Ja. Ich muss wissen, welchen Informationen ich glauben kann. Scratch hat sich für Wake ausgegeben, hat uns benutzt. Wie lange schon? Die ganze Zeit über? Kann man Wakes Worten trauen? Klicker noch nützlich. FBC-Akte über die Fähigkeiten des Lichtschalterobjekts der Klicker. Hm. Natürlich ist das Ding noch wichtig. FBC-Akte über Cauldron Lake. Schwelle in eine andere Realität. Ah, darüber. Wake ist im dunklen Ort und der Cauldron Lake ist die Schwelle für den dunklen Ort. Was, ich kann profilen noch ein bisschen? Tor. Aha. Wake sagte, der Klicker würde das in Ordnung bringen. Aber Wake war Scratch. Wie kann ich seinen Worten trauen? Der Künstler muss sein Werk vollenden. Er gefährdet deinen Frieden. Wach auf und erkenne die Gefahr. Wir haben es dir bereits gesagt, Kleine. Tom hat die Wahrheit über den Lichtschalter erzählt. Lass dich nicht von der Geschichte verwirren. Er muss dein Ende für dich schreiben. Der Klicker lässt es Wirklichkeit werden. Aber wir haben Wake nicht. Alles, was wir über den Klicker wussten, war wahr. Er hatte nicht gelogen. Alles klar. Ja, Thor hat sich ja auch gewehrt, ne? Ach, schade, dass mir noch die anderen Sachen fehlen. Na gut, was haben wir zu tun? Befrage Estevez zu dem Klicker. Sie erinnern sich nicht, dass Logan, David und ich in Virginia gelebt haben? Ich weiß noch, dass Sie und David Probleme hatten. Sie brauchten eine Auszeit. Sie und Logan sind nach Watery gezogen und dann ist Logan etwas Schreckliches zugestoßen. Als sie zurückkehrten, dachte ich, sie wären die perfekte Partnerin, wenn sie bereit wären, dorthin zurückzukehren. Okay. Das reicht. Ja. Meine Erinnerungen sind verzerrt. Sie sind Fiktion. Logan ist am Leben. Ich bin nicht geschieden. Wir sind nie hierher gezogen. Ich kenne die Wahrheit. Wake oder Scratch meinte, jemand könnte uns mit der Geschichte angreifen. Wir dürfen nicht alles glauben. Aber woher sollen wir wissen, dass uns die Geschichte keine falsche Hoffnung macht? Ich kann sie nicht überzeugen. Ich muss die Geschichte ändern. Scratch meinte, der Klicker könne die Geschichte ändern. Stimmt das mit Ihrer Einschätzung überein? Der Lichtschalter ist ein paranatürlicher Gegenstand. Vielleicht sogar ein Objekt der Macht. Wir haben verifizierte Berichte erhalten, dass es sich 2010 während des AWE in Alan Wakes Besitz befand. Es hat zweifellos Macht. So viel steht fest. Ich werde mir einen Plan einfallen lassen. Tja, Objekt der Macht. Das heißt, es ist was... Ja, eins der paranatürlichen Gegenstände, die super, super mächtig sind. Andere können nur kleine Sachen verändern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Control so richtig war. Das FBC hat den Klicker als paranatürlichen Gegenstand identifiziert. Er soll über Macht verfügen. Der Klicker kann das wieder gut machen. Aber ich kann ihn ohne Wake nicht benutzen. Ja, brauche Wakes Hilfe. Vielleicht kann Thor mir helfen. Aha.
Brauche Strom, die Schlösser zu entriegeln. Hä? Okay, habe ich das... Denkt ihr einen neuen Plan aus? Warum ist das jetzt nicht... Ah, ich muss schon wieder... Profile mit Thor. Wake ist immer noch am dunklen Ort. Wie hole ich ihn da raus? Wir leben und atmen Rock'n'Roll. Von kreischenden Mengen bis hin zu melodischen Klängen. Der Klicker kann auch andere Kunstwerke verstärken, nicht nur Toms Texte. Hauptsache, sie stecken voller Leidenschaft. Die dunkle Macht des Sees wird sie in die Realität eindringen lassen. Aber solange der Nutzer des Klickers an die Kunst glaubt, wird sie mit einem Knopfdruck wahr. Ich kann den Klicker ohne Wake benutzen. Nur Wake kann die Horrorgeschichte ändern. Aber ich kann mit dem Klicker etwas anderes ändern. Wie Wake aus dem dunklen Ort zu holen. Ja. Nur wie soll sie das anstellen? Der Klicker kann von jedem verwendet werden, solange der Nutzer an die Macht der Botschaft des Kunstwerks glaubt. Ich werde die Realität mit dem Klicker ändern und Wake zurück zum Cauldron Lake bringen. Ich brauche das richtige Kunstwerk, aber das wird kein Problem. Meinst du? Werde versuchen, den Klicker am Cauldron Lake einzusetzen, um Wake aus dem dunklen Ort zu holen. Tja, wie kann ich das hier jetzt noch lösen, die Zellblocktür? Jetzt weiß ich's. Muss es nur den anderen sagen und alles in Ordnung bringen. Ein für alle Mal. Voll gut. Also brauchen wir Wake, um die Geschichte in Ordnung zu bringen. Das hat sich nicht geändert. Die Sache sieht so aus. Wake sitzt noch im dunklen Ort unter dem See fest. Mit dem Klicker können wir ihn befreien. Aber zuerst brauchen wir ein Kunstwerk. Etwas anderes als seine Geschichte, das ihn hierher bringt. Ich kümmere mich nicht um den Papierkram. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Aber ich bin dabei. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn wir erst einmal damit anfangen, gibt es kein Zurück mehr. Sie wissen doch, was Sie da tun, oder? Oh, ja. Ab hier beginnt das Finale des Spiels. Wenn du zum Cauldron Lake reisen möchtest, musst du zuerst dein Spiel speichern. Die Erkundung und Reise zu anderen Gebieten sind beschränkt, wenn du dich entscheidest, fortzufahren. Noch nicht ganz. Geben Sie mir einen Moment. Okay, Anderson. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie bereit sind. Einen Moment? Nee. Ich brauche schon ein bisschen länger. Oha. Das mit deinem Bruder tut mir leid, Ilmo. Jakob war so herzensgut. Er war immer dabei, ganz egal, wie dämlich meine Ideen auch waren. Hat immer gerne geholfen. Ich war unvorsichtig. Ich denke nie etwas zu Ende. Es ist meine Schuld. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt. Aber Sie müssen mir alles über den Kult des Baumes erzählen. Der Kult ist die verrückteste Idee, die funktioniert hat. Ich meine, welcher Kult nennt sich selbst Kult? Genau. Wir beschützen Watery und Bright Falls. Wir sind die Guten. Eine geheime Nachbarschaftswache. Das war zumindest der Plan. Wir wussten schon immer von dem Schrecken im See. Wir erledigen die Besessenen, die dort auftauchen. Ihr erschafft keine Besessenen. Ihr tötet nur die, die es bereits sind. Aha. Wie lange existiert dieser Kult bereits? Einige Leute hier wussten schon immer vom Cauldron Lake. Vor uns waren es die Fackelträger. Als ich die Mission weiterführte, wollte ich sie einen Kult nennen. Es war genial. Der Name allein war schon die halbe Miete. Die Leute hatten zu große Angst davor, nachts in den Wald zu gehen. Regel Nummer 1. Angst sorgt für große Motivation. Ja, aber krass, warum haben sie uns da die ganze Zeit angegriffen, wenn sie wussten, wir sind... Na gut, vielleicht wussten sie nicht, dass wir die Heldin sind. Ihr habt versucht, Alan Wake zu töten. Warum? Der Cauldron Lake hat noch nie etwas Gutes hervorgebracht. Sein Werk war der Auslöser des Albtraums in Bright Falls 2010. Seitdem tauchen die Seiten seiner Geschichten im See auf und bringen immer wieder Monster hervor. Er ist schuld, Wake. Und wenn wir ihn nicht stoppen,
tut es niemand. Wakes böser Doppelgänger Scratch ist die eigentliche Bedrohung, nicht Wake. Ich werde ihn stoppen. Ich habe noch nie von einem Scratch gehört. Nun, dann haben die komplett falsche Informationen, was das angeht. Du warst der bessere Koskeller. Viel besser als ich. Oh, das ist voll schade, dass er draufgehen musste. Ich mochte die Kerle. Wie gesagt, auch wenn sie halt erst die Bösen waren, so mehr oder weniger. Er hat noch nie von Scratch gehört. Nee. Goldpsychologie ist es auch nicht. Auch nicht. Sieht falsch aus. Ja, Kult arbeitet für jemanden oder mit jemandem. Nein. Kult arbeitet nicht mit oder für Wake oder Scratch agiert. Oder Scratch, sie agierten alleine. Der Kult fand Wakes Seiten in den Besessenen und glaubte, er sei der Grund dafür. Ja, der Kult glaubte, Wake sei für die Besessenen verantwortlich. Sie glauben, sein Tod würde alles aufhalten. Und der Kult des Baumes hat also auf Menschen abgesehen, die bereits vor dem Dunkel verdorben sind. Sie wollten die Gemeinde beschützen. Nee. Nee. Kultziel. Der Kult des Baumes tötete Besessene, um Bright Falls und Waterreed zu beschützen. Das Ritual sollte Besessene vernichten, nicht sie erschaffen. Ja, Ziel des Kultrituals war es, Besessene zu töten. Ja, stimmt, das haben sie ja mit Nightingale gemacht. Also, eigentlich schon korrekt, ne? Ilmo sagte, der Kult tötet Besessene. Ist das die Wahrheit? Hirschmasken in großen Mengen. Da treibt jemand. Ein Besessener am Ufer. Ruf die Gang, Jakob. Wir gehen auf die Jagd. Kult des Baumes. Für Sicherheit in der Stadt seit 2013. Ilmo sagt die Wahrheit über den Kult. Er kämpft wirklich gegen Besessene. Wir sind auf derselben Seite. Ja, gut, dass wir das jetzt wissen. Wenn der Kult Besessene tötet, warum wurde dann Nightingale zu einem? Privatparty nur auf Einladung. Falsche Zeit, falscher Ort. Zeit zu gehen, Jakob. Halb erledigt heißt gar nicht erledigt. Nightingale wurde zum Besessenen, weil die Bookers das Ritual unterbrochen haben. Tja, scheiße ist, ne? Schlussfolgerung verfügbar. Ilmo, Nightingale war bereits gefangen. Das Ritual des Kults hätte ihn aufgehalten, aber es wurde unterbrochen. Tja. Kultritual vernichtete Nightingale nicht, weil die Bookers das Ritual unterbrochen haben. Ja, wäre das nicht geschehen, dann... Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern, Ilmo. Aber jemand muss währenddessen die Stadt beschützen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Okay. Okay, ich trommle alles zusammen. Wir werden nicht noch mehr Leute wegen diesen verdammten Monstern verlieren. Wir werden meinen Bruder stolz machen. Vielen Dank, Ilmo. Ja, wie gesagt, echt schade. Hätten wir das von Anfang an gewusst... Hey, vielleicht noch Hinweise? Ich glaube nicht. Oh, es ist ganz schön am Regnen hier. So, hier haben wir alles gelesen, hier haben wir alles gelesen. Boah, also jetzt triggert mich das so ein bisschen, dass ich so viel auf Vollständigkeit geachtet habe und jetzt auf einmal finde ich irgendwie nichts mehr. Sind ja echt alle auf der Straße, die Leute, bei dem Regen. Ihr habt doch alle Klatsche, ne?
So, komm, dann fahren wir nochmal zurück. Nach Watery, habe ich ja gesagt. Und da gehen wir an den Leuchtturm. Boah, ist ganz schön düster mittlerweile. Aber da ist der Leuchtturm. Das war ja auch so ein Ding aus dem ersten Teil mit dem Beacon, ne, wo wir da drauf zugelaufen sind, falls ihr euch erinnert. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was hier wartet. Wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge Zeug, ja? Ah, Zeug, das ich nicht brauche. Oh, das brauche ich. Yes, die letzte Inventarerweiterung, endlich. Ich glaub's ja gar nicht. Der Kult des Baumes wird geboren. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale, der hier vor 13 Jahren verschwunden war. Jetzt war er plötzlich wieder aufgetaucht, nur um genau am Tag ihrer Ankunft in einem brutalen Ritual ermordet zu werden. Und dann war da noch die Seite. Die erste Seite, die sie gefunden hatten. Nicht die letzte. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Geheime Wahrheiten, die jenseits der Schwelle erzitterten. Das Lesen der Worte, dieser Worte, fühlte sich wie eine Botschaft an. War eine Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Was sie vorhatten. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Jemand, der sie an der Nase herumführte. Eine Einladung. Wie konnten sie diese nicht annehmen? Die schiere Kühnheit dieses unmöglichen Rätsels, das sich ihnen bot. Selbst wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Okay. Schön. Noch eine Manuskriptseite. Immer wieder steht im Dunkel. Ilmo Koskela schreckte aus einem Albtraum auf. Er war schweißgebadet. In dem Traum war er blutüberströmt gewesen und hatte genüsslich Menschen ermordet. Seine Freunde. Als sein Zwillingsbruder versucht hatte, ihn zur Vernunft zu bringen, hatte er auch Jakko ermordet. Ilmo schlug sich die Faust so fest gegen die Schläfe, dass es wehtat. Ihm war übel von seinem Traum. Die dunkle Kraft des Sees wurde immer stärker. Sie versuchte aus Ilmo und Jakko etwas zu machen, was sie nicht waren. Sie in Ilmari und Jakopi Uotari aus den frühen Tagen von Watery zu verwandeln. Aber sie waren die Koskela-Brüder. Ihre Mutter hatte sie nicht zu verrückten Mördern erzogen. Sie hatten Rückgrat. Sie hatten Ehre. Sie hatten finnischen Sisu. Ah. Etwas Schlimmes war im Anmarsch. Das versteckte Gerät, das sie mit der FBC-Station verbunden hatten, hatte in den letzten Tagen wie verrückt Alarme abgefangen. Ilmo würde dafür sorgen, dass sein Kult auf den Krieg vorbereitet war. Draußen in der Nacht trieb die Geschichte weiter, die einen Übergang in Watery gebären sollte, auf der Suche nach zwei anderen Männern, anfälliger für Korruption. Ah, die beiden Deputies wahrscheinlich, ne? Oh, sehr cool. Was ist das hier? Das muss doch eine Ilmo-Idee sein. Spiegel zieht Licht von der Hauptquelle. Satellitenschüssel, Shadow Monster, Light Ray 3000 und Generatoren. Aber voll geil, wir haben das Geheimnis jetzt auch noch gelöst. Kein Geheimnis ist von mir sicher. So, leider gibt's jetzt nichts mehr zu tun. Also was so Optionales angeht. Ja gut, Kultversteck haben wir eher. Wir haben ja eigentlich alles abgeschlossen, ne? Ah, für später. Fakt und Fiktion, auch für später. Warte mal. Was haben wir jetzt eigentlich noch alles offen? Case closed, case closed, closed. Wake und der Klicker, der Kult des Baums. Und Geschichte. Hier ist alles abgeschlossen. Huch. Hier ist alles abgeschlossen. Ja, voll abgeschlossen. Ja. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich noch alles finden werde, leider. Mein Leben in Watery, da fehlt noch was. Logan ist Teil der Geschichte. Verbindung zu Thor und Odin gibt es noch viel zu viel.
Sieht genau wie meine Mama aus. Auch hier. Es ist einfach viel zu viel noch. Wir haben hier bestimmt nicht alles gefunden. Mein Leben... Also, ich habe hundertprozentig noch nicht alles entdeckt. Deswegen werde ich aber speichern. Sowieso muss ich ja nochmal speichern. Und dann kümmern wir uns um den Rest der Geschichte, beziehungsweise überlege ich, ob ich nicht vielleicht mit Alan erst noch weitermachen soll, wenn jetzt schon das Finale beginnt. Kann ich hier wechseln? Nee. Ich glaube, im Odia Diner kann ich wechseln. Na gut, wir springen jetzt mal dahin. So, gehen wir mal zu Alan, mal sehen, wie es da weitergeht. Der echte Alan. Guck mal, die Schrotflinte, das ist die Collector's Edition, die ich meinte. Es ist alles voller Wasser hier. Ja, mit Alan fehlt das ja noch wegen dem Wort der Macht. So, was haben wir denn mit ihm zu tun? Ich habe jetzt so lange nicht mehr mit Alan gespielt. Rede mit Mr. Dor. Och. Sie war von der anderen Seite versperrt. Ist denn Mr. Dor? Ach, da im Fernseher oder was? Ich habe keine Zeit für sowas, also raus mit der Sprache. Sagen Sie es mir. War das alles Fake? Eine Show? Niemand hat etwas anderes behauptet, Mr. Wake. Wir wollten nachgiebig sein, aber... jetzt müssen wir uns nichts mehr vormachen. Ja. Die Masken werden fallen. Oh, so weit würde ich nicht gehen. Sie wissen nicht einmal, wer hinter Ihrer steckt. Aber Sie wissen, wie Sie sich das Leben schwer machen. All die Regeln. Endlose, verschlungene Schleifen, die sie unbedingt durchlaufen wollen. Sie haben so viel Glück, wissen Sie? So viele Menschen stehen hinter Ihnen. Eine ganze Armee. Ich selbst. Ihre Frau. Alles. Ich muss dringend zu ihr. Sie ist in Gefahr. So ist es. Ihretwegen. Dasselbe gilt für jemanden, den Sie mit reingezogen haben und der mir am Herzen liegt. Sie öffnen immer wieder Türen. Spähen hinein und nehmen sich einfach, was Sie wollen. Deshalb stehen Sie mir im Weg. Ich weiß nicht, wovon Sie da sprechen. Ich muss mich auf den Weg machen. Vielleicht schaffen Sie es ja diesmal. Das geht jetzt schon lange genug so. Das und unser Night Springs waren eine schöne Ablenkung. Wird Zeit, dass mir jemand eine klare Antwort gibt. Beim nächsten Mal werden die Umstände anders sein. Und Sie täten gut daran, sich zu revanchieren, indem Sie Ihre Rolle spielen. Oder mir aus dem Weg gehen, Mr. Wake. Ganz wie Sie meinen. Habe ich es nicht gesagt? Zane, die Masken fielen langsam.
War ich der Flucht etwa nahe? Ich durfte keine Zeit vergeuden. Ich hab's gesagt. Sagas Vater confirmed. Mr. Dor. Fliehe aus dem Talkshow-Studio. Er sagte, jemand, der ihm am Herzen liegt. Wer sonst außer... Oh Gott, jetzt sind die auch schon hier drin. Wer sonst außer Saga sollte ihm am Herzen liegen? Tja, wo geht's denn? Da verlassen? Muss ich wieder in den Keller? Oh, na toll. Mach mal Platz. Oh, hier geht's gar nicht. Ah, ich muss wieder komplett außen rum, ja. Ja, was auch sonst? Oder wer auch sonst? Hä? Die Tür ist zu? Ach, hier so. Da ist das Licht am Ende des Tunnels. Wow, das war knapp, Tom. Weiter, sagte die Oma im Schnee. Wenn die Panik am größten ist, ist die Hilfe nicht mehr weit. Dor war diesmal nicht froh, mich zu sehen. Die Furcht vor dem Herrn ist der weiße Anfang. Lass dich nicht unterkriegen. Er spielt seine Rolle. Gib ihm eine Rolle in deinen Filmen, Tom. So wie mir. Verdammt nochmal. Das wär's doch. Welche Filme? Ich liebe deine Meisterwerke. Tom, der Dichter, ist mein Lieblingswerk. Und Nightless Night ist das bekannteste natürlich. Und stimmt es, dass es schon bald wieder ins Kino kommt? Ist an dem Gerücht etwas dran? Ich muss zurück in meine Wohnung. Können Sie mir helfen? Gut geplant ist halb erledigt. Du hast mich gebeten, nicht... Mir ging noch mal das Wort für Fotos. Lichtbilder. Die Bilder, die deine künstlerisch begabte Frau aufnahm. Die sind in einem Schuhkarton im Keller. Was du zurücklässt, wartet auf dich vor dir. Okay. Danke, Adi. Adi. Adi, Adi, Adi. Ja, ich muss doch in den Keller. Da geht's aber zur Abkürzung. Ja gut, gehen wir da lang. Warum? Warum sagt er die ganze Zeit, wir wären Thomas? Ist vielleicht Thomas quasi der, der vor uns hier war? Oder ist Alan gar nicht Alan? Und ist er einfach nur irgendwie... Hat er niemals existiert, sondern war immer nur Teil der Geschichte? Und er ist quasi die Macht, die das am Leben hält. Man weiß es nicht, aber ich bin total verwirrt. Kapitel Ende. Ja, habe ich gut Schluss gemacht letztes Mal hier. Die Musik kann ich leider nicht spielen, ihr wisst, was passiert, ne? Also. Hinter den Masken. Warte mal, die... Finde den Schuhkarton im Keller. Aha, ich will aber nicht verlassen. Oder meint er den Schuhkarton im Keller des Apartmentgebäudes? Ich meine, hier wird es ja wirklich Sinn machen, oder? Um zum Parliament Tower zu gelangen, musste ich einen Tatort finden. Zane würde wissen, wo einer ist. Oh, guck mal, hier sind neue Worte. Oder sind das... Ja, das sind wieder die alten, die nicht gezählt wurden. Ich sag jetzt... Na... Das ist ein Echo. Ist halt wieder verpackt. Nee, das Echo ist da. In diesem Labyrinth aus Blutspuren, durch das ich den Kult verfolgte,
traf ich den Filmemacher Thomas Zane. Einen esoterischen Bohemian mit einer Vorliebe für Gräueltaten, die im Namen von okkultem Unsinn durchgeführt werden. Ein Regisseur will in seinen Filmen jeden Aspekt der Welt kontrollieren. Was unterscheidet ihn von einem Kultanführer? War Zane nur ein weiterer Deckname für Scratch? Es gab ein Gerücht, dass Wake und Zane gemeinsam an etwas gearbeitet hatten. Ich wollte die Wahrheit aus Zane herausholen, egal wie. Es werden immer mehr Schatten, habe ich den Eindruck. Warte mal, also wenn das jetzt alles nicht irgendwie nur ein Bug ist, dann müsste ja hier... Da ist auch noch ein Echo. Müsste hier theoretisch das Wort... hier noch da sein. Hey. Arschgeigen. Wo ist das Echo jetzt hier? Ich sag euch, hier gibt's kein Echo mehr. Ich hör's aber. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Das habe ich ja auch schon. Das Echo jetzt. Da oben? Das kann alles nicht sein, das ist Quatsch. Ich habe die ganzen Echos ja schon geholt. Außer es ist, wie gesagt, wirklich ein neues. Das kann nicht sein. Ich hab das schon geholt. Ich habe das irgendwann schon mal versucht hier zu kriegen und es war einfach nicht da. Na komm, dann gehen wir doch mal ins Ocean View Hotel und von da aus finden wir dann Thomas Zane wieder in dem Zimmer. Und er sagt, er braucht ja einen Tatort. Echt schade, dass das so buggy ist hier. Ich habe schon festgestellt, dadurch, dass ich die ganze Zeit Dialoge geskippt habe, das hat dem Spiel nicht so gut gefallen übrigens. Hat dann immer mal wieder Problemchen gemacht. Arschgeigen. Wieso bin ich nicht in Ruhe lassen? Zanes Zimmer Nummer 665 war oben. Ja, das weiß ich. Vergiss nicht, Licht zur Flucht zu benutzen, um dich vor Feinden zu verstecken. Zug führte mich dorthin. Und im Kampf Heilung zu erhalten. Boah.
nerviger Quatsch hier. Da wollte ich einfach nur dahin laufen und die ganze Zeit werde ich hier traktiert. Ach, warte mal, zeige ich euch mal was. Guck mal, ihr seht ja die Schüsse, die ich habe. Ich habe so viele Schüsse für die Signalpistole. Ist echt krass. Alan Wake, du wirst niemals entkommen. Was sagt da der Aufzug? Ich komme doch hier. Ach nee, das ist das Zimmer 105. Du meinst die Treppen für dich dahin, nicht der Aufzug, oder? Ja, die ach so guten, ne? Der Kult des Baums. Oh, ich komme hier wirklich... Hallo? Ich komme hier wirklich nicht weiter. Rezeption. Ach hier! Quatsch, da ist doch der... Das ist doch direkt am Anfang der Aufzug. Damit soll es klappen, meint er, ja. Bin ich immer gespannt. Thomas, bist du da? Ich hatte das Gefühl, Zane würde sich diesmal nicht freuen, mich zu sehen. Fertig aussieht. Ich habe jetzt die Kontrolle. Keine Tricks oder ich jage Ihnen eine Kugel durch den Kopf. Scratch hat Return geschrieben, nicht ich. Sie verdammter Lügner. Sie hatten aufgegeben. Sie haben mit dem Schreiben aufgehört. Sie sagten, es wäre zu gefährlich und wir hätten es nicht verdient zu entkommen. Und dann tauchte er auf. Scratch. Er hat mir versprochen, dass er mich hier rausholen würde. Er war einfach unfassbar. Ein Visionär. Es war Kunst. Aber als er fertig war, nahm er Return mit und ließ mich zurück. Es ist noch hier. Und er auch. Ich weiß, ich hab's verbockt. Aber Sie können ihn noch fassen, bevor er rauskommt. Bevor er bei Ihrer Frau ist. Und wenn Sie ihn finden, zögern Sie nicht. Töten Sie den Bastard für das, was er uns angetan hat. In meinem Kino gibt es einen Tatort. Da, wo mein Film Nightless Night läuft. Ich hatte Ihnen doch gesagt, keine Tricks. Hat er ihn jetzt wirklich getötet? Auch in den Schatten? In der dunklen Welt? Zanes Film, Initiation 8. Ich musste das Kino Poet Cinema finden. Dort war der nächste Tatort. Zane hatte den Film zusammen mit Return gedreht, um aus dem dunklen Ort zu entkommen. Wer sich verleumdet, verirrt sich in seiner eigenen Gesellschaft. Und cut! Oh. Also das nenne ich Drama.
Okay. Also ist er doch nicht tot. Was zum Teufel? Ich hatte tausende Fragen über Zane. Aber es gab Wichtigeres zu tun. Ja, das will ich aber mal meinen. Boah, diese Musik. Halt die Schnauze. Oh, der da hinten ist echt. Ja. Leute, ich mache ein bisschen früher Schluss. Ich habe noch was zu tun. Ich muss meine Kleine bald abholen. Deswegen, das war's mit Alan Wake für diesen Part. Lasst mir ein bisschen Liebe da, wenn ihr möchtet. Liked das Video und wir sehen uns wieder zu Alan Wake 2 demnächst. Tschüss.